Spiel, Spaß und Freude mit kleinen, wunderschönen Produkten. Norbert, schöne Einleitung, Peter, danke. Norbert Schelkler, der Mann für die Minis und die Clubs im Hause Fifth Avenue. Uh-huh. Norbert, wir haben vor einem Jahr hier gestanden, da hast du über richtig tolle Absätze gesprochen, ja, tolle Umsätze, um den Verkauf der Produkte, dass diese Produkte auch beim Endverbraucher, beim Konsumenten ankommen. Nach wie vor bin ich der Ansicht, der Endverbraucher braucht weiterhin die Kleinen. Jetzt gerade kommt die Winterzeit, wo raucht man eine große Zigarre, eine Toro, ein bisschen schwierig. Aber sag mir doch mal, was war denn in der Zwischenzeit? Ja, letztes Jahr haben wir uns hier getroffen. Die Prognose war extrem positiv. Ich stand hier. Prognose war 4-5% wieder Wachstum. Du bist weggegangen, der Absatz ist zurückgegangen. Ende des Jahres, es war noch ein Plus da. Wir haben ein knappes Prozent noch steigern können. Aber das letzte Quartal letzten Jahres war sehr schwer. Dieses Jahr mal sehen, wie wir rauslaufen, ob wir anknüpfen können an die Erfolge der Vorjahre. Unter anderem hängt es natürlich, wie jetzt die Messe läuft. Bisher das Feedback ist sehr positiv. Wir haben ein paar neue Sachen im Markt, die sind sehr gut angelaufen. Insofern, ja, verhalten optimistisch, aber nicht mehr so optimistisch wie die Jahre davor. Also es wird schon eine schwarze Zahl. Und wenn wir das Interview gemacht haben, wird das eine schöne schwarze Zahl. Hoffentlich, hoffentlich. Norbert, ich tue, was ich kann. Schöne Produkte. Ja. Da sind welche dabei, die kamen im Laufe des Jahres bei uns auf den Markt. Ja. Auf was ich ganz besonders hinweisen möchte, ist die Punch Mini. Die haben wir seit Mitte dieses Jahres. Wir hatten die eigentlich relativ verhalten geplant. Ist sensationell gestartet. Also wir setzen starke Hoffnung auf das Produkt, auch im nächsten Jahr. Hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist unsere einzige Blechpackung im Portfolio. Die Kunden schätzen das. Wir sehen es an den Distributionserfolgen und auch an den Wiederkaufsraten, sodass wir in die Planung 2020 hier mit sehr viel Optimismus rangehen. Und ich hoffe, dass das natürlich auch eintritt. Das ist ja alles auch ein bisschen gehübschter. Also ich meine, die Farben stehen im Mittelpunkt. Das Design hat sich verändert. Das ist schon auch Eyecatcher-mäßig richtig aufgebaut, ne? Was du hier hauptsächlich siehst, sind natürlich Limited Edition. Die leben von ihrem Design, weil anders als bei den Premium-Schwestern werden die Produkte ja nicht verändert, sondern nur für eine gewisse Zeit gibt es Cohiba Mini Club, Romeo Mini Club, Padergas Mini und Club in einem besonderen Design in der Blechschachtel. Das einzige Standardprodukt, was wir hier hinter uns sehen, ist die Punch Mini. Die gehört ins Standardsortiment und wird dort auch bleiben. Jetzt so in der Tabak 2019 hast du welches Produkt mitgebracht, um das Endgeschäft nochmal richtig zu pushen? Was wir hier neu jetzt zu Intertabak vorstellen, sind die Limited Editions von Cohiba. Und auch neu ist das, was wir hier sehen in der Vitrine, das ist die Cohiba Selektionskiste. Das ist eine Kiste von allen gängigen Formaten der Marke Guantanamera. Haben wir in einer limitierten Auflage. Sind wir eigentlich auch sehr zuverlässig, dass das uns im Weihnachtsgeschäft helfen wird, unsere Ziele einzufahren. Das ganze Portfolio geht jetzt in den Handel nach der Messe? Einiges ist ja schon dafür im Handel. Wir haben direkt vor der Messe angefangen. Wie viele unserer Kollegen bieten auch wir unsere Messeangebote bereits schon eine Woche vorher an. Und so ist es auch mit diesen Produkten. Die sind alle schon verfügbar. Also darf der Händler jetzt richtig loslegen, da verkaufen, Umsatz machen, das wollen wir Kohle reinholen. Dass wir möglichst schnell out of stock sind. Die out of stock Situation freut mich immer ganz besonders, wenn wir sehr schnell ausverkauft sind bei den Limited Edition. Zeigt es doch dann, dass die Nachfrage da ist. Kleiner Satz noch zu Intertabak 2019. Wie empfindest du bis zum heutigen Stand, zum heutigen Zeitpunkt? Wir sind am zweiten Messetag und die Mittagszeit, denn die Frequenz hier? Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht so arg viel mitgekriegt, weil ich jetzt wirklich von einem Termin zum anderen gegangen bin. Aber was die Kollegen gesagt haben, ist die Frequenz sehr, sehr gut. Aber wie jedes Jahr, du musst abwarten, bis alle Aufträge in der Kiste sind, abgerechnet wird am Schluss. Frequenz ist ein Indikator dafür, dass es gut läuft. Auf der anderen Seite, wir haben auch schon Messejahre gehabt, wo relativ wenig Frequenz auf dem Stand war und trotzdem große, große Aufträge platziert wurden und am Ende war es eine erfolgreiche Messe. Insofern, Frequenz stimmt. Schauen wir mal, ob es auch in der Kasse nachher stimmt. Aber wie immer, wir sind optimistisch. So ist Marketing und Vertrieb halt. Ich werde nachfragen, ob die Kasse stimmt. Bedanke mich für das Gespräch. Wünsche dir eine gute Zeit und eine gut gefüllte Kasse. Und dann hören wir uns wieder. Drück uns die Daumen, Peter. Danke.